Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Medbox Video. Wir wollen uns heute mit dem Thema Untergewicht beschäftigen. Es wurde vor geraumer Zeit in wissenschaftlichen Fachzeitschriften eine interessante Studie publiziert. Darin wurden die wichtigsten Risikofaktoren der Welt für Zivilisationskrankheiten aufgezählt. An erster Stelle dieser Rangliste steht der hohe Blutdruck, gefolgt von den Auswirkungen des Zigarettenrauchs, an dritter Stelle dann erhöhte Blutfettwerte. Und an Position 4, man höre und staune, rangiert schon das Untergewicht noch vor dem Übergewicht, das ja ansonsten immer in aller Munde ist als Risikofaktor. Wir wissen zum Beispiel auch, dass bei älteren Menschen über 70 Untergewicht lebensverkürzend wirkt. Insofern ist es doch eine Problematik, der wir uns ein wenig näher widmen sollten. Natürlich gibt es ganz konkrete klinisch-medizinische Ursachen für Untergewicht. Beispielsweise die psychosomatischen Erkrankungen wie die Magersucht, die Anorexie oder die Essbrechsucht, die Bulimie. Aber auch spezielle organische Erkrankungen spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Beispielsweise chronische Lebererkrankungen, chronische entzündliche Darmerkrankungen, Schilddrüsenüberfunktion ganz wichtig. Und in einzelnen Fällen natürlich auch Tumorerkrankungen. Allerdings lehrt die Erfahrung, insbesondere dann, wenn die Problematik Untergewicht schon längere Zeit besteht, über Jahre hinweg, dass Gott sei Dank diese schwerwiegenden Tumorerkrankungen häufig eher nicht die Ursache dafür sind. Gleichwohl gibt es zahlreiche Menschen, die sind nach allen Regeln der modernen medizinischen Kunst untersucht worden und es lässt sich keine spezifisch medizinische Ursache eruieren. Den Menschen nur zu sagen, damit müssen sie leben, ist sicherlich für die Betroffenen sehr unbefriedigend, denn Untergewicht kann mit einer ganzen Reihe von beeinträchtigenden Faktoren einhergehen. Beispielsweise Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Neigung zum niedrigen Blutdruck, Schwarzwerden vor den Augen, Friergefühl, kurzum, die Lebensqualität kann ganz erheblich beeinträchtigt sein. Hier nun ist zunächst einmal eine sehr diffizile ärztliche Anamneseerhebung gefragt, um weiterzukommen. Aber es gibt seit geraumer Zeit auch neue labortechnische Möglichkeiten, insbesondere Stuhl- und Blutuntersuchungen, die uns häufig ganz entscheidend weiterhelfen können. Oft ist es ja auch, wenn keine schwerwiegende Darmerkrankung vorliegt, so, dass wichtige Nährstoffe beim untergewichtigen Patienten nicht in ausreichendem Maße über die Darmwand aufgenommen und verdaut werden können. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einer Malabsorption bzw. Maldigestion. Mithilfe spezieller Blutuntersuchungen können wir des Weiteren feststellen, inwieweit ein Vitalstoffmangel besteht, beispielsweise in Bezug auf Vitamine, auf Spurenelemente, auf Mineralstoffe. Weiters spielt in diesem Zusammenhang die Untersuchung auf Nahrungsmittelallergien, aber auch Intoleranzen, wie die heute so verbreitete Milchzucker- und auch Fruchtzuckerintoleranz eine Rolle. Kurzum, es gibt individuell eingesetzt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, auf einfache Weise diagnostisch weiterzukommen. Und hieraus lassen sich dann wichtige Schlussfolgerungen für ein therapeutisches Konzept entwickeln. Eines möchte ich Ihnen, wenn Sie von dieser Thematik betroffen sind, aber von vornherein mit auf den Weg geben. Wir sprechen ja in der Erfahrungsheilkunde sehr häufig von der Notwendigkeit, den Stoffwechsel zu entlasten, auszuleiten. Mitunter wird auch das umgangssprachliche Wort entgiften gebraucht. Beim untergewichtigen Patienten steht nach meiner Erfahrung eine ganz andere Strategie im Vordergrund, nämlich die Notwendigkeit aufzubauen, Energie zuzuleiten. Und hierfür eignen sich besonders in der Anfangsphase einer Behandlung häufig auch Injektionen und Infusionen. Wenn Sie das Thema näher interessiert, besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Website. Ich darf Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken.